Jeder ist willkommen und wir sitzen auch alle in einem Boot. Dass total viele Freiwillige echt engagiert sind und Bock haben, was zu verändern und gut in die Zukunft zu blicken und aktiv zu werden. Und darauf freue ich mich. Ich glaube, dass Musik kann Wunder schaffen. Alle Kinder in dieser Welt verdient ein normales, glückliches Leben zu haben. Vielleicht ist es nur für eine Stunde in dieser Container, aber es ist mein Ziel. Was wir hier bauen, ist ein inklusives Zentrum für lesbische Frauen mit 72 Wohnungen, integriert Gemeinschaftsräume und eine Pflege-WG und im Erdgeschoss das soziokulturelle Zentrum mit Beratungsräumen, mit einem Kiezcafé, mit Begegnungsräumen. Also ein ganz lebendiges Zentrum mit der Idee, auch Diversität hier im Bezirk voranzubringen. Und das Gefühl, dass ich da wohnen bleiben kann, bis ich wirklich nicht mehr kann, also auch notfalls in die Pflege-WG ziehen, das ist doch grandios. Die Uferfabrik ist ein wichtiger Ort, weil viele Menschen aus der Nachbarschaft hierher kommen, die verschiedenen Kulturveranstaltungen besuchen, die verschiedenen Kurse, die wir im Nachbarschaftszentrum haben, die Schule hier besuchen, haben viele ökologische Projekte. Und da das halt natürlich auch sehr wenig gewinnorientierend läuft hier, wichtig, dass Leute sich dafür engagieren und mit viel Herzblut das machen. Zu uns kommen ja Obdachlose hauptsächlich, denen es wirklich extrem schlecht geht. Und mir ist es einfach wichtig, noch sind wir ja ein Sozialstaat, dass wir die Leute auch dabei unterstützen, ihre Rechte durchzusetzen. Sie sicherlich auch zu verwöhnen als Ausgleich für das harte Leben auf der Straße. Und ja, das ist so mein Ansporn, hier zu arbeiten. Das schönste Erlebnis ist tatsächlich, wenn man eine Person im Einsatz gefunden hat und dieser dann das Leben gerettet hat. Ein Hund ist in der Lage, 20.000 Quadratmeter innerhalb von 20 Minuten selbstständig abzusuchen und jede Person, die sich in dieser Fläche befindet, anzuzeigen, sodass sie dann durch die Rettungskräfte versorgt werden kann. Wenn du reiten lernen möchtest, ist das im Reitstall extrem teuer. Bei uns ist das kostenlos. Das heißt, die Schichtchen spielen hier keine Rolle, sondern ob reich, ob arm. Alle Religionen treffen sich hier, alle Altersgruppen treffen sich hier und haben das gleiche Interesse. Die Werte, die wir hier mit vertreten, sind die Sichtbarkeit von Gruppen, die man sonst nicht so viel hört, um Teilhabe zu ermöglichen, Gleichheit und Chancengerechtigkeit zu ermöglichen und um Leute zusammenzubringen und miteinander zu verbinden. Mensch bleibt Mensch, ist egal, ob gelb, schwarz, lila, pink, wir haben alle Blut. Das ist für mich der schönste Job der Welt, ehrlich gesagt, weil man auch ganz viel zurückbekommt. Weil wir helfen anderen. Es gibt genug Leute, die zu viel verdienen, aber zu viele Leute, die auch was haben. Hol sie dir!